Was geschah in der letzten Folge? Erst angekommen im Flusswald und noch hat keiner Ahnung davon, was eigentlich passiert ist, dass Drachen wieder in Skyrim herumfliegen. Das einzigste, was im Flusswald sich abgespielt hat, ist, dass anscheinend ein Dieb die Klaue von zwei jungen Händlern entwendet hat. Wir, da wir eh nach Weiß laufen müssen, werden natürlich das Quest annehmen und begeben uns zum Ödsturz-Hügelgrab, wo wir schon vor dem Grab von einigen Banditen aufs Herzlichste empfangen werden. Auch im Grab wird es einfach nicht besser. Nachdem wir uns durch einige fiese Monster geschlagen haben, treffen wir auf eine gigantische Frostspinne, die anscheinend den Dieb gefangen genommen hat, und müssen diese erst besiegen, bevor wir dem Dieb, die gerade dann leider mit purer Gewalt entreißen können. Ein epischer Kampf. Und schlussendlich schaffen wir es dann mit der Kralle durch das Ödsturz-Hügelgrab hindurch und erlernen die geheime Sprache der Drachen, das Wort Kraft. Nachdem wir auch noch die Tafel eingesteckt haben, begeben wir uns danach auf den Weg nach Weißlauf, denn wir haben ja den Auftrag immer noch aus Flusswald, in Weißlauf um Hilfe zu bitten, denn Flusswald ist völlig schutzlos ausgeliefert. Demnach besuchen wir natürlich den Jarl auf und berichten ihn von der misslichen Lage, in der sich Flusswald momentan befindet. Allerdings denke ich, auch Weißlauf wird sich da um einige Probleme kümmern müssen, denn als wir gerade mit dem König und seinem Gefolge reden, trifft auf einmal der Sohn des Königs ein, der sich anscheinend am östlichen Turm von Weißlauf befand. Und so wie es aussieht, hat der Drache erneut angegriffen und es gab nur wenige Überlebende. Ja, was wird wohl diese Folge geschehen? Ich bin gespannt, ich bin begeistert. Anscheinend kämpfen wir gegen den Drachen. Hier. Huch. Was war das denn jetzt? Hat aber vollgelackt gerade. Bitte lass das nicht noch einmal vorkommen. Spiel. Ich bin da richtig, oder? Ich laufe schon wieder vor. Klingt so ein bisschen russisch. Russische Katzen. Miau. So, wo sind denn die Leute hier? Ach, da sind sie ja. Wunderschön. Was macht denn hier für Umwege, Leute? Der Turm ist da drüben. Lauf doch einfach geradewegs durch. Ist doch scheißegal, ob da ein Weg ist. Bis die Krache greift an, alles in Lebensgefahr und die laufen die Straße lang. Pff, man könnte ja auch eine Abkürzung nehmen, ne? Ja, genau, du bist gemeint. Ja. Was sind das eigentlich für Krieger hier? Übelste Billigrüstung gegen den Drachen? Hallo? Aber ich glaube, wenn wir gegen den Drachen kämpfen, ist es vielleicht ganz intelligent, wenn ich mir als Waffe den Bogen einpacke. Also Nordpfeil, ja, die machen am meisten Schaden. Wie geht das überhaupt? Ich habe noch nie benutzt. Schießt ihr jetzt automatisch? Nee, aber ich könnte jetzt schießen. Mit. Gibt's ja. So. Dann verfolgt man die Leute mal. Ein Drache weit und breit. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Wie kommst du darauf? Aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist. Und ob der Drache sich hier noch sieht aus. Sieht aus, als wäre der Drache hier gewesen. Schlussfolgerst du das aus dem verbrannten Ruin oder was ist da deine Intuition dazu? Könnte auch einer mit Brandstiftung gewesen sein, der hat dann aus Versehen auch die ganzen Turm gleich auseinandergenommen. Westlicher Turm entdeckt. Uwe. Ja, okay, dann kümmere ich mich drum, ne? Ich bin ja hier der Bro, deswegen... Er kommt zurück, okay. Komm her. Los, komm her. Mit Bogenschießen ist gar nicht so einfach. Jetzt aber stehen. So, okay. Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Mir, die haben sogar einen Namen.
Also, du hast den Drachen auf einmal in einem beschissenen Leben gesehen. Aber gibst dir das mal einen Namen. Wow. Wo ist er denn? Ach da. Ich bin gerade ein bisschen konzentriert. Oh oh. War das der Drache gerade? Dieses dämliche Vieh. Wow, ich hab nichts gesagt. Alles cool. Digga, ich hab nichts gesagt. Hab mal... Wow, 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 wow. Wow, bleib unten, bleib unten, bleib unten, bleib unten, bleib unten, bleib unten. Wow. Scheiß Vieh. Ich hab keine Angst. Nee, nee, ist nur 50 Meter großer Drache. Nee, nee, ich bin vollkommen angstlos. Bleib ja unten. Wo ist der? Oh, da. Ich glaube, ich gehe mal hier runter. Das ist vielleicht ein bisschen intelligenter. Also wirklich sehen tue ich ihn hier oben ja nicht, ne? Was? Ja, wo ist er denn? Da ist er. Hallo, Drache. Komm her. Okay, die Hälfte seines Lebens hat er verloren. Ich würde ungern mit dem Schwert auf ihn losgehen. Ich glaube, das ist ziemlich das Dümmste, was ich momentan machen kann. Oh, geile Musik. Drache. Ah, drück mich doch nicht raus, ihr Trottel. Seid ihr bekloppt? Wow. Stirb. Keine Beine mehr. Doch, hab ich. Stirb. Stirb, 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 stirb. Ich glaube, an dieser Stelle sollten wir vielleicht unser Schwert zücken. Waffen. Nord der Kälte, Stahlkriegsaxt. Was ist so viel Schaden? Alte Nordstreitaxt der Kälte, Eisenkriegshammer. Auf ihn! Stirb! Stirb! Ja! Yeah. Abgeschlossen. Töte den Drachen. Untersuche den Drachen. Stahlpfeiler hat er drinne, alter Notfall. Knochenbrochen. Drachenknochen, alter. Alter, ist das teuer, alter, ist das teuer. Alter, ist das teuer. 100, ja, natürlich hat er auch Gold dabei gehabt, das hat er, gut, der letzte, den er verschlungen hat, ne. Felsstiefel hat er dabei. Weißlaufer, Wachenhelm. Stahlstreitkolben, siehst du besonders. Cool. Versetzt er sich? Was ist hier los? Ach du Scheiße. Geil. Oh, bitte lass das für immer hier liegen bleiben. Drachenseele aufgenommen. Unter Schreie im Magiemenü kannst du den Schrei unerbittliche Macht ausrüsten. Magiemenü? Schreie. Die Stimme ist ungezügelte Energie, stößt alles und jeden zur Seite, der sich dir in den Weg stellt. Finde ich gut. Wie benutze ich den? Drück im Spiel Q, um das Favoritenmenü zu öffnen. Dort kannst du Gegenstände sofort benutzen oder ausrüsten. Q. Aha, benutzt du Y, um zu schreien. Okay, alles klar. Das ist nicht. Ihr seid. Ein Drachenblut. Was bin ich? In den ältesten Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töten die Drachenbluthelden Drachen, stehlen ihre Kräfte. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Ihr habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden.
versucht, einen Schrei auszustoßen. Das wäre ein Beweis. Den alten Legenden zufolge kann nur ein Drachenblut so wie die Drachen selbst schreien, ohne darin unterwiesen worden zu sein. Okay. War das gut? Na gut, okay. Dann stelle ich mich auf... Ja, klasse. Moment, erstmal werfe ich ein Objekt ab. Ich ignoriere die erstmal vollkommen und werfe erstmal irgendwas ab. Alter, was hat denn der dabei gehabt? Ja, das geht ja gar nicht. Kaiserliche Rüstung ist auch ziemlich teuer. Beschlagene Rüstung fliegt mal weg. Die ist nämlich ziemlich nutzlos. Novizengarderobe ist auch ziemlich teuer. Silberring ist nicht wirklich schwer. Weißlaufer Helm, was habe ich noch so gehabt? Kaiserlicher Offiziershelm, der ist besser. Das heißt, der Weißlaufer Helm kann eigentlich weg. Kaiserlicher Offizierhelm. Ich habe immer noch 16 zu viel Waffen. Objekte, ja. Waffen wegwerfen. Waffen. Gesegneter Jagdbogen. Geil. Geile Schokolade. Der ist ja viel cool. Obwohl, nee. Naja, nee. Teuer ist aber nicht cooler. Eisenstreitkolben. Komm, dann hauen wir den auch mal weg. Und... altes Nordkriegsdingsbums und den hier, ne? Dann hau ich den Eisenkriegshammer jetzt auch mal weg hier. So. Und Bekleidung habe ich alles an noch, oder wie sieht das hier aus? Silberring habe ich noch nicht an, Stahlrüstung habe ich noch nicht an. Okay. Vorsichtig. Dann stellen wir uns mal hier hoch. Oh, wow, krass. Die Drachen töten und ihre Kräfte stehlen können. Zu denen gehört ihr bestimmt auch. Diesem Drachen haben wir gelehrt, sich besser nicht mit Weißlauf anzulegen, was? Okay, was mache ich jetzt? Kommt schon, Irilet, sag doch mal, glaubt ihr an diese ganze Drachen? Soll ich jetzt zurückgehen oder was? Ich glaube, wir müssen zurückgehen, jetzt haben wir erstmal... Ach, das ist ja echt geil, das kann ich auch noch machen, warte. Cool. Gefällt mir. Wow. Die Worte der Macht haben wir ja vorher schon gelernt gehabt. Jetzt konnten wir es halt einsetzen durch dieses Drachenblut-Dingens. Und ja, dann gehen wir jetzt mal zurück. Eigentlich kann ich auch Schnellreise machen, weil die im Weg kennen wir eh. Karte. Schnellreise zu Erstatte Jakob Weißlauf. Komm, wir machen mal Schnellreise zu Weißlauf. Und erstatten Bericht bei dem Jarl. Balgruf. Wir sind eigentlich kein Level aufgestiegen, weißt du? Wir töten Menschen und kriegen dafür ein halbes Level, aber wenn wir einen Drachen töten, ist ja nicht so, dass der viel mächtiger ist und eigentlich viel mehr EP abwerfen müsste. Naja, okay, gut. Was war das gerade? Was war das? War das ein Drache oder? Klang auf jeden Fall nicht sehr erfreulich. Oh, der Mond sieht geil aus. Also, was immer da gerade geschrien hat, war nicht ich und war auch kein Drache. Also, nee, es war nicht ich, es könnte ein Drache gewesen sein, so rum. Hier geht's nicht hoch. Mist. Okay, ich pack mal die Axt weg, sonst komme ich hier nur gewalttätig rüber. Bin ich ja nicht zum Glück. Mach Platz vor den Drachenschlechter. Yeah! Diese Graumähnen sollen verdammt sein. So, Drachenfeste. Und dann begeben wir uns zu Jarl Balgruf. Nachdem der Ladebildschirm vorbei ist. Jetzt will ich aber echt eine Belohnung haben, ne? Gut. Ihr seid endlich hier. Also, was ist beim Wachturm passiert? War der Drache dort? Der Wachturm wurde zwar zerstört, aber wir haben den Drachen getötet. Es hat sich herausgestellt, dass ich ein sogenanntes Drachenblut sein könnte. Ich habe den Drachen getötet, finde, es ist eine Belohnung wert. Ich mach's mal dezent. Ich wusste, dass ich mich auf Irilet verlassen kann.
aber es muss mehr dahinter stecken. Ah, okay, gut. Drachenblut? Was wisst ihr schon von den Drachenbluthelden? Also ist es wahr. Die Graubärte haben euch tatsächlich herbeigerufen. Was? Ich hab keine Ahnung. Meister des Weges der Stimme. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Es heißt, das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Der Fähigkeit, eure Lebensessenz in einem Tuum oder Schrei zu konzentrieren. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Ihr habt den Ruf gehört. Was sollte es sonst sein? Die Graubärte. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch? Ich hätte jetzt aber doch gerne meine Belohnung. Mir und meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen. Ja, ja, hab ich. Drachenblut. Kraft meines Amtes als Jahr ernenne ich euch hiermit zum Tarne von Weißlauf. Dies ist die größte Ehre, die ich zu gewähren imstande bin. Ich teile euch Lydia als persönlichen Huskarl zu und überlasse euch diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen. Nicht schon wieder eine Waffe. Ich werde auch meine Wachen von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. Es ist uns eine Ehre, euch als Tarne unserer Stadt zu haben, Drachenblut. Honga, beruhigt euch. Was hat dieser Nordunsinn mit uns zu tun? So fähig er auch sein mag, ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass er dieses Drachenblut ist. Nordnonsens? Ja, ich kann sie mal demonstrieren. Die Götter über eure Kämpfe wachen. Was heißt es, ein Drachenblut zu sein? Nun, in den alten Erzählungen bedienen sich die Drachenbluthelden der Macht ihrer Stimme, um die Feinde von Himmelsrand zu bezwingen. Wulfhard war ein Drachenblut, Talus ebenfalls, der Begründer des Imperiums, damals in der guten alten Zeit. In den ältesten Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töteten die Drachenbluthelden Drachen und stahlen ihre Kräfte. Okay. Das Auto kommt gleich vorbei, ne? Sie sind die Meister des Weges der Stimme, des Schreins. Sie leben oben auf dem Gipfel des Halses der Welt. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, werden sie mit euch sprechen wollen. In den alten Geschichten rufen sie die Drachenbluthelden herbei, um sie zu unterrichten. Er dachte zweifellos, nur so würde seine Botschaft verstanden. Außerdem tat er es, weil er es konnte. Ich könnte euch jetzt auch umbringen, weil ich es kann. Auf wessen Seite steht ihr? Er dachte zweifellos, nur so würde seine Botschaft verstanden. Außerdem tat er es, weil er es konnte. Ja, das weiß ich wirklich nicht, auf wessen Seite jetzt aber. Wenn ihr damit den Krieg meint, ich stehe auf der Seite von Weißlauf. General Tullius und seine Freunde im Kaiserreich werden euch erzählen, dass ich ihnen meine Loyalität schulde. Und vielleicht stimmt das. Ulfric Sturmmantel wäre wohl der Ansicht, dass ich dem Volk der Nord verpflichtet bin, da sie für Himmelsrands Unabhängigkeit kämpfen. Vielleicht ist auch das richtig. Der Tag mag kommen, an dem ich gezwungen bin, mein Schwert für die eine oder die andere Seite zu ziehen. Doch dieser Tag ist noch nicht da. Nein, hoffe ich, jetzt zieht ihr euer Schwert für die richtige Seite. Wie wollt ihr... Dank guter Vorbereitung und beständiger Wachsamkeit. Mein Hofzauberer Farengar forscht unermüdlich nach Wegen, diese Schreckenswesen zu vertreiben. Wir benötigen auch genügend Wasserreserven, um die Feuer bekämpfen zu können, die sich nach einem Angriff unweigerlich ausbreiten werden. Doch unsere wirksamste Waffe? Der Mut. Denn sollten wir es nicht schaffen, die Bestie zu töten, müssen wir zumindest den Willen aufbringen, sie zurückzutreiben. Bis tapfere Helden erscheinen und diese Monster vernichten, ist dies alles, was wir tun können. Leute, der Drache ist tot, ne? Wollte ich nur mal so sagen. Okay. Ja. Wir gehen dann mal erstmal. Hat er mir jetzt eine Waffe aus seiner Waffenkammer gegeben? Keine Ahnung. Wer bist du?
Der Jarl hat mich zu eurem Huskarl ernannt. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Find ich gut! Hallo! Der Jarl hat euch als Person ausgezeichnet, die im Fürstentum große Bedeutung innehat. Als Helden. Der Titel des Tane ist eine Ehre, ein Geschenk in Anerkennung eurer Dienste. Wachen werden bei euch ein Auge zudrücken, wenn ihr ihnen sagt, wer ihr seid. Ihr seid mein Tane, also bin ich euch zu Dienst verpflichtet. Ich werde euch und alles, was euch gehört, mit meinem Leben schützen. Okay. Geht voran. Das ist ja wunderbar. Gefällt mir. So, na dann. Stufe 5. Setzt ein Drache eine Feuer- oder Frostarten ein, spricht ja Worte einer alten, mächtigen Sprache. Ein Kampf zwischen zwei Drachen ist im Grunde nichts anderes als eine verbale Auseinandersetzung mit tödlichen Ausgang. Ach so, naja klar, das mache ich auch immer. Mit einem Pfeil markierte... Ja, Inventargegenstände sind irgendwas. Lalalala. Folgt die mir jetzt wirklich? Ja, die folgt mir wirklich, ist ja lustig. Dum. Also ich weiß nicht, aber ich, sobald ich das weiß... Ich hatte mal ja von der Honeyball das Spiel gesehen, die hat einen männlichen Huskarl bekommen. Das heißt, man kriegt immer das Gegenstück von dem, was man eigentlich ist. Alles klar, okay. Wie machen die das, wenn du kein Geschlecht eingibst? Ja, es geht ja nicht, aber ich meine jetzt, das war jetzt ein Spaß, wisst ihr wie? Ja, dann... Was? Ich wollte eigentlich über die Mauer springen, so voll cool. Und den Tarn dann, den Huskarl dann hier zurücklassen. Die Huskarl. Heißt es denn die Huskarl? Mit ausgedachten Wörtern sowas zu machen, ist seltsam. Ihr da. Wir suchen jemanden in Weißlauf und bezahlen gutes Geld für Informationen. Krieger, wen sucht ihr? Eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Rotwardone. Wie wir. Sie benutzt wahrscheinlich nicht ihren echten Namen. Wir bezahlen für jegliche Informationen über ihren Aufenthaltsort. Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorikstad, wenn ihr etwas erfahren solltet. Warum? Das geht euch nichts an. Ihr müsst nur wissen, dass wir für Informationen bezahlen. Wenn ihr nicht interessiert seid, könnt ihr gehen. Wir suchen nach einer Flüchtigen aus Hammerfell. Eine Rotwardone. Sie könnte irgendwo in dieser Stadt sein. Ich bin bei sowas immer sehr skeptisch. Okay, lass mal das, ja. Okay, ich will erstmal ganz kurz mein Schwert schleifen oder was auch immer ich gerade trage. Denn, Schleifstein, ja, ich weiß ja, wie das funktioniert. Ja, das ist. Ja, ich weiß natürlich jetzt ein bisschen was. Ich habe gut, ich weiß eigentlich nur, was die Schmiede macht. Axt von Weißlauf, alte Nordmanns Axt. Stahlkriegshammer. Stahlkriegshammer, ja, das ist eigentlich das Beste, was ich gerade habe. Stahlkriegshammer fein, erfordert Stahlbahn. Herstellen. Achso, ich habe nur Eisenbahn, oder wie? Alles klar. Kann ich irgendwie... Benutze Schmiede? Neue Waffen und Rüstung aus Rohmaterialien herstellen? Ne, das habe ich auch nicht vorgehabt. Ich wollte eigentlich... Kann ich nicht irgendwie Stahl schmieden oder so? Stahl gießen? Lydia, hallo! Würdest du mal ganz kurz... Danke. Ja, da müssen wir mal ganz kurz warten. Es ist 10 Uhr, das heißt, wir warten mal ganz kurz 10 Stunden, ja. Die Lydia bleibt natürlich unausweichlich an unserer Seite stehen, ganze 10 Stunden. Die Frau hat echt nichts zu tun, würde ich sagen. Lalalala. Kann ich dir eigentlich auch was geben, so von meinen Sachen? Ich bin direkt hinter euch. Ihr müsst etwas für mich tun. Na schön, was denn? Du bist im Befehlsmodus. In deinem Begleiter einen Befehl zu erteilen, bewege die Zielhilfe, bis das... Bis die Befehl drücke... Was? Hä? Was braucht ihr? Warte dort. Gib mir dein Schwert oder so, kann ich nicht sagen. Braucht ihr mich noch? Ich gebe euch Deckung. Das ist... Ja, okay. Ihr geht vor, ich folge. Ja, natürlich.
Ach, guck mal, da ist er. Genau, die habe ich gesucht. Hallo, Adriana. Ich bin der beste Schmied in Weißlauf bin. Diese Ehre gebührt Eol und Graumähner. Sein Stahl ist legendär. Ah ja. Ich will nur eine faire Chance. Könnt ihr Hilfe gebrauchen? Wie wäre es, wenn ihr mir einen Eisendolch schmiedet? Hier ist alles, was ihr dafür braucht. Fangt ruhig an. Ja klar, mache ich. Was könnt ihr mir beweisen? Lass mal kurz reden mit der Frau. Ich würde sagen, es geht uns ziemlich gut. Kaum jemand muss hungern, wenn er keine Angst vor harter Arbeit hat. Die Stadt wird vom Jarl oben in der Drachenfeste regiert. Das ist die Festung dort oben auf dem hohen Hügel. Aber wahrscheinlich interessiert ihr euch mehr für Jorvaska, die Methalle der Gefährten. Eure ruhmreichen Taten sind legendär. Mehl trinken oder wie? Was habt ihr zu verkaufen? Ja, genau das möchte ich nämlich. Und zwar möchte ich meine Waffen verkaufen. Alter Nordpfeil verkaufe ich mal. Die Axt von Weißlauf. Achso, ich glaube, die kann ich nicht, darf ich nicht verkaufen. Weil die vom Dings ist, oder? Die ist vom Jarl. Gesegneter Jagdbogen und Jagdbogen. Gesegneter Jagdbogen ist genauso stark. Aber Untote bis Fliehen nach 30... Ah, okay. Redekunst verbessert. Stahlkriegsaxt verkaufen. Stahlkriegshammer nicht verkaufen. Stahlpfeil. Stahlkolben. Wunderbärchen. Okay. Dann noch die Bekleidung natürlich. Kaiserliche Kriegsrüstung verkaufen. Pelzmantel der Gesundheit verkaufen. Eisenschild des abnehmenden Feuers verkaufen. Wir können uns das ja alles zurückholen, falls wir das jetzt bereuen sollten. Die Wahl haben wir so wenig Klamotten nur an. Okay, und dann schauen wir uns kurz... Oh, wir haben 2000 Gold. Ach du Scheiße. Alter Nordpfeil. Eisenpfeile. Ja, gesegnet mit Stahldolch. Jagdbogen. Moment. Spitzhacke. Was soll ich denn mit der Spitzhacke? Ich gehe mal hier nur so vom... Stahlkriegshammer. Ah, den habe ich doch selbst. Oder was habe ich ausgerüstet? Nein, 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 nein. Ah, verdammt. Wollte ich nicht. Das müsste ich wirklich kaufen. Schokolade. Okay. Ja, Bekleidung. Hast du vielleicht irgendwas für mich noch? Beschlagener Eisenschild brauche ich jetzt nicht unbedingt. Auch diesen brauche ich nicht. Timmini. Oh, was ist das? Nordstahl-Panzerhandschuhe. Die gefallen mir. Die nehme ich mir einmal mit. Und ansonsten hast du nichts für mich. Alles klar. Und sonstiges? Was hast du da? Oh! Oh! Okay. Kaufen wir noch einen Dietrich von dir ein. Wir brauchen einmal einen Stahlbarren. Genau, da würde ich einen nehmen. Einen nur. Ja. Und dann werden wir mal ganz kurz erstmal unser Schwert schärfen, also unseren Stahlkriegshammer Stufe Fein herstellen. Möchtest du den Gegenstand verbessern? Natürlich möchte ich das. Das ist eine ordentliche Waffe, die ihr da geschaffen habt. Ja. Objekte, Waffen, Stahlkriegshammer. Blup, wunderschön. So, und dann schmieden wir mal einen Stahldolch. Wir müssen... Ich kann hier wirklich... Nee, hä? Achso, Eisen und jetzt Eisendolch. Ah, okay. Möchtest du Gegenstand herstellen? Ja. Okay, wunderschön. Da haben wir einen... Wollte ich muss niesen. Rennen wir doch nicht immer in den Weg, Lydia. Mein Gott. Das ist aber ein schöner Name. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf... Ja. Nicht schlecht, aber er ist etwas stumpf. Wie wäre es, wenn ihr ihn schärft? Natürlich. Schärfen haben wir jetzt schon gesehen. Das habe ich ja schon vorher gemacht. Dann nehmen wir uns mal den Eisendolch und schärfen ihn. Jawohl. Ich helfe meinem Vater. Ja. Das sieht gut aus. Wenn ihr euch für eure Klingen Zeit nehmt, werden sie euch gute Dienste leisten, wenn ihr sie braucht. Ihr wollt mir weiterhelfen? Wie wäre es, wenn ihr eine Rüstung anfertigen würdet? Beginnen wir damit, etwas Leder auf dem Gestell zu gerben. Okay. Bis zum nächsten Mal.
So, ich gerbe mal ein bisschen Leder. Gerbegestell zurück. Sonstiges Leder. Leder herstellen, ja. So, und jetzt können wir. Möchtest du diesen Gegenstand herstellen? Ja. Möchtest du diesen Gegenstand herstellen? Ja. Keine Ahnung, wie was das zwar, aber ich hab's einfach mal. Das alte Rad. Ich warte. Ah, gut. Bei vielen Waffen und Rüstungen wird Leder für Bänder zum Anpassen und dergleichen benötigt. Sehen wir mal, ob ihr einen Pelzhelm anfertigen könnt. Hier ist der Rest von dem, was ihr braucht. Okay, ja, mache ich natürlich. Nicht auch drinnen reinzuschauen. Benutze Gerbegestell. Nee, Quatsch. Nee, Quatsch. Gerbegestell ist nicht richtig. Ja. Wir müssen zur Werkbank wahrscheinlich. Ja, hier müssen wir Rüstung herstellen, genau. Ich hätte gern. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Hä? Kann ich hier keinen? Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Diese da oder wie? Am Boss? Leder? Ja, gut, am Amboss ein Lederhelm herstellen ist vielleicht ein bisschen seltsam, aber anscheinend schon. Lederhelm, ja. Lalalala, lala. Ach, würdest du mal, danke. Ich helfe meinem Vater auf vielerlei Weise. Das ist den Leuten nicht bewusst. Hä, habe ich nicht gerade Lederhelm hergestellt? Leder? Ach, ich habe keinen Lederstreifen. Alles klar. Okay, warte, Moment. Da müssen wir noch ganz schnell sonstiges Lederstreifen. Ja, so. Jetzt dürfen wir aber einen Lederhelm herstellen. Genau. Blup. Lederhelm hinzugefügt. Wunderschön. Achso, ist schon fertig oder wie? Oh, okay. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Dann zeig mal her. Und dann gebe ich dir nämlich gleich mal die Bekleidung hier, weil Leder. Ach, jetzt habe ich drei Lederhelme gemacht. Nordstahl-Panzerhandschuhe habe ich gemacht. Dann verkaufe ich mal die kaiserlichen Armschienen, sind das wahrscheinlich hier? Ja, die kaiserlichen Armschienen verkaufe ich dann mal. Und ziehe mir die. Nordstahl Panzerhandschuhe an. Darauf. Wunderbar. Tja. Wen sollte ich den ja. Dings geben? Klingen, Helme. Ich sollte ihr doch glaube ich meinen Stahl durchgeben, gell? Eisendolch, fein. Ja, so ungefähr sollte das sein. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen nach da. Ja, dann gehen wir mal hier raus. Hast du noch was zu sagen? Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zu. Ja, aber du wärst doch viel unfähiger. Möchte ich damit nicht sagen, dass du unfähig bist, aber du wärst dann unfähiger als jetzt im Moment. Ach, würdest du mir wieder aus dem Weg gehen? Danke. So. Schleich dich an und stehe was aus den Taschen deines Opfers. Den Rest konnte ich nicht lesen. Der Text wurde mir gestohlen. Ja. Ja, na gut, fast. So, dann will ich mal. Autsch, autsch. Okay. Will ich mal schauen, wo wir jetzt lang müssen. Wir müssen. Alter, ernsthaft? Müssen wir da hoch? Juhu, ich bin jetzt schon begeistert. Ich glaube, ich nehme mein Pferd. Stelle von Weißlauf. Ey, du da. Ein Kerl wie ihr braucht bestimmt. Warum nicht? Ihr könnt eins haben, das bereits gesattelt ist, wenn ihr das nötige Kleingeld habt. Ja, 5 Cent habe ich. So teuer? Naja, ist wahrscheinlich besser so. Abgemacht. Es ist das mit dem Sattel. Also du meinst das Einzigste. Keines von ihnen ist älter als 9. Und das Jüngste ist 6.
Das Pferd, das ich im Angebot habe, ist 7 Jahre alt, aber in guter Verfassung. Und es hat viel Temperament. Wir haben ihr den Namen Königin Alfsigri gegeben, oder kurz Ali. Ihr könnt sie aber nennen, wie ihr wollt, sobald sie euch gehört. Königin Alfsigri oder Harry? Pferd von Neverguest. Steigt die jetzt auf, oder? Weil ich glaube, das wird sonst ein bisschen schwer für die. Dann halt nicht. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum. So. Schnell reiten kann ich nicht, oder? Ich kann zu Pferd kämpfen? Krass. Okay. Dum dum dum. Dum 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 dum. So, ich muss da hoch, aber wie komme ich da hoch, ist die Frage. Ich hoffe, da führt ein Weg hoch. Sonst sieht's düster aus für uns, meine Lieben. Sonst sieht's düster aus. So wie das Regenwetter hier ungefähr. Tja, wir haben also schon ein bisschen Geld. Wir sind auch schon ein paar Level aufgestiegen. Hunig Brauerei entdeckt. Ich kann da mal ganz kurz hier reinreiten. Vielleicht haben wir hier noch ein kleines Nebenquest. Das Pferd bleibt aber draußen stehen, oder? Ich hoffe es. Bleib ja draußen. Also bleib stehen, meine ich damit. Draußen bleiben tut sowieso. So. Was haben wir denn hier so? Hallöchen. Für Honigbräu wird nur der beste. Ja, okay, gut, das war nicht so. Nicht dieser Mist vom. Ach, Lydia, das ist die Tür öffnen. Ach, wen haben wir denn hier? Hallo. Wenn ihr etwas kaufen möchtet, dann sucht Sabian. Wenn nicht, schert ja, euch davon. Ich dachte, du hast vielleicht. Wenn ihr den besten Met im Himmelsrand probieren wollt, dann seid ihr hier richtig. Da geht sicher raus. Ich denke, das ist noch eine dritte Person im Raum. Gut, also hier ist nichts zu tun. Schade, aber so ist es. Die meisten Läden sind von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends geöffnet. Wenn der Laden geschlossen ist, kommt am nächsten Morgen wieder. So. Ist eigentlich voll böse, dass der die ganze Zeit das Mädel laufen lässt und selber reitet. Naja, okay. Was ist der hier? Hallo? Warum stehst du hier so einsam rum? Solltet ihr bei Arcadias kupfern? Nie und nimmer seid ihr das legendäre Drachenblut. Oder könntet ihr... Bin immer noch da. Ja, habe ich gemerkt. Eigentlich wollte ich aber nicht mit dir reden. Du darfst aber gerne mit aufsteigen, wenn du möchtest. Aber du läufst lieber. Okay, auch nicht schlecht. Ihr habt mir ja vorgestellt, dass man mit dem Pferd vielleicht ein bisschen schneller reiten kann. Weil das ist ja nicht wirklich... Oh, ein Wolf. Probieren wir das mal aus, zu Pferd zu kämpfen. Pferd. Wir kämpfen zu Pferd. Wir kämpfen zu Pferd. Hey, cool, das geht wirklich. Was ist mit dem Pferd los? Mein Pferd leuchtet! Ich versuche gerade mal ein paar Knöpfe, um schneller zu reiten. Aber irgendwie... Das bringt auch nicht viel mehr, wenn ich mich so vorlehne. Achso, so gar nicht... Ach, so kämpfe ich auf der Seite. Na dann, wollen wir mal. Yay, klasse. Ah, ich muss ja da hoch, gell? Kommt ihr eigentlich mit? Na, sie hinkt ein bisschen hinterher. Ist ihr Problem, sie wollte ja nicht mitreiten. So, hier scheint es hoch zu gehen. Und die Hügel sind schon schneebedeckt. Das heißt, wir sind schon in kälteren Regionen. Drüben steht irgendjemand. Ich glaube, wir haben mal weiter. Ist doch hier ein Weg, oder? Sieht zumindest wegähnlich aus. Und es führt auf jeden Fall steil nach oben, also es ist auf jeden Fall richtig schon mal. Umso besser, umso mehr wir nach oben kommen, umso schneller. Was? Umso schneller wir nach oben kommen, umso besser. Jetzt habe ich's. So. Ja, ich will das Pferd aber nicht zu überstrapazieren, deswegen laufe ich doch mal den Weg entlang, was eigentlich nicht zu meiner Art ist. Das soll ein abgelegener Ort sein? Du bist in 10 Minuten oben mit dem Pferd. Ich habe jetzt irgendwie mir voll den schwierigen Parcours vorgestellt, dass es ewig dauert, da hochzukommen und so. Und oh, wie schwer und oh, wie schlimm.
Und dann bist du nach 10 Minuten oben. Nee, hier lang. Ich weiß, wie lange Lydia braucht, um dann hochzukommen. Ich muss ja mittlerweile schon einen halben Berg hinter uns liegen. Voll die Fahrstuhlmusik. Ach ja, was soll man sonst auf diesen weiten Wege nach oben hier machen, außer die wunderschöne Schneelandschaft beobachten, die atemberaubende Grafik und die FPS, die nicht über 20 steigen wollen bei diesem Spiel. Das ist eigentlich voll bitter für meinen PC, obwohl ich eigentlich gar nicht so den schlechten habe. Oh, was ist das denn? Greifen die an? Ja, aber ich. Ein bisschen... Hey, wie geht es hier nach unten? Halt, Moment, das kann nicht richtig sein. Wie schnell ist die bitte? Also hier ist der Gipfel. Ich sehe ihn über mir, ich kann jetzt gerade nicht hochgucken, weil ich auf dem Pferd sitze. So, hier ist Berg. Hier kommt man noch nicht hoch, so wie das aussieht. Da geht's zwar hoch, aber das bringt mich ja nicht auf den anderen Gipfel, auf den ich eigentlich muss. Ah, hier, das sieht eventuell so aus, als ob man hochkommen könnte. Ein bisschen unrealistisch, aber wir kommen hoch. Ah, hier ist auch schon wieder Sackgasse, ne? Wohl, wenn ich so laufe, krieg ich's hin. Okay, dann laufe ich halt so. Ach, ich komme hier wirklich hoch. Ach, du Scheiße. Gut, hier ist dann auch das Pferdschluss. Aber wie soll ich denn sonst hier hochkommen? Ich gebe mein Bestes. Moment. Also hier geht es irgendwie nicht richtig hoch. Das kann nicht richtig sein. Ich muss aufpassen, wenn ich jetzt hier runter mache. Was? Ich bin tot? Was? Wieso? Au. 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 Ja, fahr ruhig noch ein Stück. Ja, ja, es macht mir Spaß, dir zuzusehen, wie du tot vom Berg runterfällst. La, 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 la. Autsch. Autsch. Autsch, Autsch, Autsch. Die Diebesgilde ist hier in der Stadt Riffen stark, besonders stark vertreten und kann bekannt dafür jeden... Ja. Ernsthaft, ich bin wieder hier? Willst du mich verarschen? Wie komme ich denn da hoch? Also haben gerade 10 Minuten damit verbracht, sinnlos den Berg hochzureiten. Hey, wie komme ich denn sonst da hoch? Ich habe keine Ahnung. Da war auf einmal Weg zu Ende. Jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Ich sollte vielleicht schnell speichern ab und zu mal nutzen. Lass mich in Ruhe. So. Jetzt ganz schön nervig, der Fuchs. Wolf. So, hier geht's hoch. Und dann laufen wir schnell nochmal dahin. Schnell ist vielleicht relativ, aber wir laufen auf jeden Fall dahin. Und keine Ahnung, ich laufe dann einfach mal den Weg lang. Ein Feind? Auf, absatteln. Lydia kämpft für den Wolf, auch ganz okay. So. Was hat er denn? Gold hat er dabei, Granatstein hat er dabei. Eisenpfeile nehme ich auch noch mit. Ja, das sehe ich nicht so. So. Das wollte ich nicht in einen
Geh mal runter. Jo, das Pferd, ey, du Dicke. Lalalala. Gold, Notiz an Radolf, silberner Granatring. Okay. Du bist ein Opfer der Tüte? Ja, okay. Junge, was ist denn hier? Bevor ich noch... Ich steige jetzt 20 Mal noch ab, dann guck mal hier endlich mal nach, was hier ist. Nehmen Eimer, großer Sack. Ja, toll. Äpfel. Fass durchsuchen, ebenfalls nur Äpfel. Und was... Huch! Was ist denn hier? Hallo? Seid ihr das? Der Boss hat euch gesucht. Er sagt, er würde oben am Gipfel warten. Ihr stellt seine Geduld besser nicht auf die Probe. Ja, das werde ich auch nicht. Da der blind ist, kann ich ja sicher hier mal cool durchgucken, was das so ist. Schneebeere. Klingt nicht besonders spannend. Huch, was habe ich jetzt eingesammelt? Elfenohr. Ih. Buch lesen. Wow. Moment. Ich muss probieren. Na gut, das ist nicht wert, den Blinden zu bestehlen, auch wenn es ein Feind ist, aber... na okay. Was haben wir hier noch? Nichts Spannendes. Du bist auch mit dabei? Dass dir das nicht auffällt? Okay. So, dann laufen wir nach oben. Habt ihr etwas gehört? Ich nicht, nee. Nee, ich hab nichts gehört. So, der erste ist tot. Oder die erste. Wo ist der? Super gemacht, Lydia. Wunderschön. Nichts Spannendes dabei. Lässt du mich vielleicht mal in Ruhe? Boah, böse. Okay, zeig mal her. 16 Gold und Eisenpfeiler da dabei, wunderschön. Und hier war noch einer. Der hat 3 Gold, Granatstein und Dietrich dabei. Nehmen wir auch mit. Ist ja alles Wunderbärchen. Was haben wir da noch? Einen Zaubertrank der geringen Ausdauer. Nutze ich bis jetzt ja eh noch nicht so. Bestimmt im späteren. Nehmen Guard. Lesen Hoffnungen von Redoran. Okay. Falls ihr das lesen wollen, ihr könnt natürlich bei jeder Seite den Bildschirm anhalten. Dum, 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 dum. So. Und was haben wir hier noch? Himmelsrand für Entdecker. Karte aktualisiert. Na, das ist doch mal wunderschön. So, ich werde dann natürlich einmal durch, komplett durchs Buch. So. Wenn ihr wollt, dass ich irgendein spezielles Buch mal vorlese, dann kann ich das machen, aber... die sollen sehr teuer sein, die Korundum waren. Wunderschön, freut mich, dass ich einen gefunden habe. Benutze Alchemielabor. Du kannst Tränke und Gifte herstellen, wenn du 2 oder mehr Zutaten kombinierst, die über eine gemeinsame Wirkung verfügen. Tab. Zutaten. Blasen, Pilz, Bärenklauen, Elfenohr. Weizen? Zaubertrank Anknau-Effekt. Okay, Bärenklaue, Blasenpilz, Bärenklaue, das... Okay, wir können anscheinend nichts machen. Nein. Achso, ja. Okay, hat nicht wirklich was gebracht. Dann gehen wir mal weiter. Vielleicht kommen wir von hier ja sogar auf diesen Gipfel hoch. Nehmen Eisenhelm, durchsuchen Schrank, was haben wir hier noch? Nehmen beschädigtes Board, ich kann nicht nehmen. Das war ich! Hallöchen! So! Was hast du denn dabei? Dietrich Gold, Honig-Nuss-Schnitte. War zwar keine Schnitte, aber okay. Geben, das ist er. So, was haben wir hier noch? Ein Eisendolch.
Was? Okay, Lydia macht das. Die ist gut. Ey, die ist echt gut. Not bad. Ja, wir durchsuchen die Leiste. Wir durchsuchen die Leistengegend. Was? So, du hast noch Gold dabei. So. Na du, soll ich dir mal helfen? Ja. Huch, was ist da hin? Boah, gemeinsames Teamwork hier, aber übelst. Und zwei Gold hat er dabei. Wow, du bist nicht der Held, ey. Könnt ihr nicht mal 30 dabei haben oder so? Hinsetzen Bank, ja genau, setzt das mal hin. Sonst nichts zu tun. Ich glaube, das ist sogar... Ist das? Ne? Leichte Anfälligkeit für Feuer. Kleiderschrank durchsuchen, Stiefel. Wow. Fass durchsuchen, Tomate. Fass durchsuchen, Knoblauch. Fass durchsuchen, Weizen. Ja, den nehmen wir mit. Das ist für diesen komischen Trank, dafür diesen Heilungstrank. Und da die Aussichtspunkt auf Weißlauf. Die Pferde Himmelsrand sind robust und kräftig. Was ihnen an Schnelligkeit fehlt, machen sie durch ihre große Ausdauer wieder wett. Automatisches Speichern. Oh, Feind. Und drauf. Wer ist das? Ah, das ist der Boss. Und Lydia greift von hinten mit an. Mir durch den Rücken durch, auch nicht schlecht. Eisenhände. Das hört sich gut an, weil sie ist so teuer. Eisenrüstung ist nicht so das Ding. Eisenhelm, Rüstung ist es. Eisenstiefel, Eisenpfeil nehme ich mit. Jagdaxt und Jagdbogen. Und was bist du? Stahlzweihänder hinter der Himmelsschmiede. Der ist schon ziemlich cool, aber... Kann ich den Lydia geben? Ich würd dir gerne irgendeine Waffe geben, eine bessere. Ich weiß ja nicht, was er für eine hat, aber... Warte, ich kann mal... Inventar. Alle... Waffen... Stahlzweihänder der Himmelsschmiede. Bin immer noch da. Ihr müsst was für mich tun. Na schön. Was denn? Was braucht ihr? Hier. Kann ich jetzt? Waffen? Ne. Sonst noch etwas? Ne, okay. Passt schon. Und wir haben eine Truhe gefunden. Stahlschienenstiefel. Geil. Gold und ein nutzloses Eisenschwert. Okay, dann gehen wir mal ganz kurz hier rein und Bekleidung. Wir haben gefunden Eisenhände. Ach, die sind gar nicht besser als unsere. Aber sind teurer, also nehmen wir die. Und wir haben gefunden Stahlschienenstiefel. Die ziehen wir an. Wunderbärchen. Würdest du mich ganz kurz... Dankeschön. Sind wir jetzt hier richtig oder sind wir hier falsch? Ich glaube, wir sind hier richtig falsch. Ich kratze mal hier oben rum. Das wäre aber, glaube ich, mit meinem sofortigen Tod verbunden, aber ich probiere es einfach mal hier runterzukommen. Okay, da kam ich mit meinem Pferd lang. Das heißt, ich muss theoretisch... Hohoho. Ach, da ist es ja. Ich überlebe das. Cool. Mal gucken, wie lange Lydia braucht. Lalala. Ach, ich glaube, die ist unsterblich. Gell? Die jumpt da einfach so runter. So. Wir müssen hier lang. Wir kämpfen da miteinander. Alles klar. Okay. Wow. Machen Rügen.
vollkommen aufgebracht. Zeig mal her, wo geht's denn hier lang? Riften, Windhelm, Wintershold. Ich will mal ganz kurz auf die Karte schauen, ob ich irgendwie das hochträumen da. Wo muss ich hin? Morte, Windhelm, Flusswald, sprich mit den Graubarten. Ach, da muss ich hin. Ja. Wo bin ich? Ach, okay, ich muss einfach nur um den Berg herumreiten. Ach so. Ich muss also gar nicht durch. Ja, gut, das erklärt einiges. Lass mich in Ruhe. Wo ist es? Stopp. So, okay. Ich muss also gar nicht den Berg hoch, sondern ich muss einfach nur drumherum. Oder ich muss wirklich hier hoch und dann diesen Weg, den ich hier hochlaufe, dann auf der anderen Seite wieder runterkommen. Das wäre natürlich auch eine Option. Dann laufen wir mal hier hoch. Und, oh, ich sehe gerade, in 3 Minuten ist die Stunde ja schon wieder vorbei. Ach, wie die Zeit verfliegt. Ja, versuche ich mal noch auf die andere Seite des Berges zu gelangen, ohne mich diesmal in Selbstmord zu stürzen. Aber wir haben immerhin diese Folge einen Drachen besiegt und haben ein Banditenlager ausgeräumt. Was auch immer diese Banditen eigentlich waren, aber jetzt sind sie auf jeden Fall tot und ihr Besitz in unseren Händen. So. Es redet so unrealistisch, dass hier überall Schnee liegt und es regnet währenddessen, aber okay, ne? Man muss ja nicht alles anzweifeln. Regen im Schneegebiet und der Regen und der Schnee bleibt liegen. Es ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches, möchte ich sagen. Doch, eigentlich schon. So. Wir sind auch schon wieder hier, wo wir waren. Hier habe ich dann versucht hochzukraxeln irgendwo. Dum, 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 dum. Will das Ding mich verarschen? Zeigt mir an, ich müsste. Also laut diesem Teil, da soll die, soll das Ding, wo ich hin will, genau hinter mir liegen. Nee, ist schon richtig. Abbrechen. Ist schon richtig. Irgendwie ist mein Ziel, also ihr seht da oben gerade 2 Ziele. Einmal mein festgelegtes Ziel und einmal das Ziel, wo ich hin muss. Ist irgendwie seltsam, aber okay. Naja, schön. Ich glaube, wir machen weiter. Dam, 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 dam. Habe ich nicht erwischt, auch nicht schon. Hinten ist grün. Grün mitten im Wald. Da, da, da. Da, 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 da. Ist echt schade, dass das langsam reitet. Also mit einem Pferde. Gerade weil es das teuer ist, habe ich mir eigentlich vorgestellt. Muss ich überlegen, wie lange das gedauert hätte jetzt ohne Pferd, aber. Ich habe mir schon vorgestellt, dass das Pferd ein bisschen schneller ist. Ich meine, das Trab, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja doch eine Taste, mit der man schneller laufen kann. Schneller laufen, ich will schneller laufen. Da wir aber, ich habe gerade überlegt, so mit diesem Q-Menü hier können wir ja was benutzen. Ich glaube, mit dem Q-Menü tue ich mir den Bogen festlegen, damit ich schnell auf den Bogen oder aufs Schwert switchen kann. Auf den Bogen oder aufs Schwert switchen. Sind wir in irgendeiner komischen Ruine? So. Habe ich mal kurz die Stoppuhr resettet. Ich gucke mal, wie lange ich dann immer so übernehme. Oh, ist das schön hier. Wer sind die da? Ich hoffe, keine Feinde. Nö, die sind mir ganz wohlgesonnen. Ist das hier ein Weg? Nee, aber das ja. Und anscheinend bin ich auch in der Nähe dieser Feste, wo ich hin muss. Ich muss also gar nicht da hoch. Also noch muss ich nicht da hoch. Das gefällt mir schon mal. Und da sind schon Widder. Widder. So, der ist weg. Ich weiß nicht, ob der mir das Punkte bringt oder so, aber... Oh, ich bin gleich da. Hä? Hallo? Ach, da.
Alles klar. Ivorstadt entdeckt. Tja, okay. Und hier, meine lieben Freunde, sehen wir uns ja beim nächsten Mal. Lydia kommt erstmal nach. Und wenn Lydia dann da ist, dann geht's weiter. Und wir sehen uns dann noch beim nächsten Mal. Tschüss. Und ich hoffe, es hat wieder Spaß gemacht. Ach, da kommt sie schon angerannt.